So, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Nico Rehmann, ich bin Xing-Ambassador von der Content Management Community und freue mich sehr, dass Sie heute alle da sind. Und ja, ich habe heute einen besonderen Gast mitgebracht, den Tim Rother von der eSpirit. Hallo Tim. Hallo Nico, ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen. Das freut mich sehr, dass du wieder da bist. Von wo bist du heute zugeschaltet? Ich bin heute tatsächlich einmal im Büro im wunderschönen Dortmund und ja, der Grund ist relativ einfach. Falls was mit der Internetverbindung passiert, dann kann ich es aufs Unternehmen schieben und nicht auf meine eigene Zuhause. Guter Punkt. Ich habe den auch in der Tat jetzt im Büro, aber da ist wirklich auch außer mir niemand. Und die Internetverbindung ist zu Hause nicht so stabil wie hier. Deswegen habe ich es auch gemacht. Und ja, wir wollen ja ein gutes Gespräch haben. Ich hoffe jetzt, dass jetzt, wir hatten ja gerade kurz vorher mal probiert und an alle Zuhörer, wenn ich aufgestanden bin, hat danach sich mein Mikrofon deaktiviert. Ich habe zweimal hintereinander das gehabt. Das hatte ich noch nie. Das ist total schräg. Muss ich mal analysieren im Nachgang. Ich weiß nicht, ob die Webcam mich sieht, dass ich nicht mehr da bin, mich deaktiviert. Aber gut, da geht Your es jetzt big nicht drum brother is herum. watching you. So ist es, genau. Man weiß ja nicht mehr, wer alles zuguckt. Ja, du hast uns heute ein tolles Thema gebracht. Der nächste Website-Relaunch ist der letzte. Tim, wie kamst du denn zu dem Thema? Warum sprechen wir heute darüber? Ja, es hat wie immer unterschiedliche Gründe. Mit der Hauptgrund ist aber tatsächlich, dass wir sehr viele Unternehmen haben und viele Kunden haben, die sich mit dem Thema Website und Website-Relaunch beschäftigen. Und das ist in der Regel halt immer so ein Riesenprojekt, was teilweise auch ein Jahr oder anderthalb Jahre dauert. Und wenn man hinten angekommen ist, kann man im Prinzip ja vorne wieder anfangen und überlegt sich schon, wie kann ich denn den nächsten Relaunch machen? Und im Zeitalter, wo wirklich ja, Content und Kontext King ist und man immer eine kürzere Zeitspanne hat, in der man neuen Content braucht und in dem sich die Welt schneller dreht, ist es aus unserer Sicht auch nicht wirklich ratsam, diese großen Website-Relaunches zu machen. Und ja, worum es gehen soll, ist, dass eben der nächste dann auch hoffentlich der letzte Website-Relaunch ist. Gut, da bin ich schon gespannt. Microsoft hat ja auch bei Windows 10 angekündigt, dass wir das letzte Windows sein. Wir wissen, es gibt ein neues. Und ja, was auch immer die Beweggründe waren, dann wirklich doch eine Nummer hinten dran zu heben und nicht bei der 10 zu bleiben. Aber wahrscheinlich hat es auch unter anderem Marketinggründe. Man möchte nicht immer die gleiche Version haben. Gut, bevor wir jetzt gleich zu deinem Vortrag kommen, vielleicht nochmal für alle Zuhörer. Wir sind hier bei GoToWebinar und man sieht auf der Seite in dem Panel kann man eine Frage stellen. Das heißt, da gibt es so einen Bereich Frage und das kommt dann bei mir raus und ich werde dann dem Team dann entsprechend die Fragen stellen, ob vielleicht zwischendurch, wenn es gerade passt oder am Ende. Das heißt, es wird alles gesammelt und werden alle Fragen auch gestellt. Genau. Dann würde ich sagen, Tim, dann übergebe ich jetzt die Moderationsrechte an dich. Oh mein Gott, das heißt, ich muss jetzt auch noch schauen, dass ich mit der Technik zurechtkomme. So ist es, aber ich muss erst mal erfolgreich schaffen, es dir zu übergeben. Das ist ja auch schon eine Ja. Kunst. So. Ja, und das Wichtige ist, du hast es gerade gesagt, glaube ich, Nico, das ist ja ein Content Talk. Also ja, fühlt euch frei, jederzeit eure Fragen zu stellen und an dich auch, wie wir vorhin kurz gesagt haben, Nico. Jederzeit reingrätschen mit Fragen, mich unterbrechen, damit ich mich nicht in einem epischen Monolog verliere, sondern das Ganze auch ein bisschen aufgelockert ist. Und natürlich soll es einen Mehrwert für die Zuhörer bringen. Und da bieten in der Regel natürlich Fragen den allergrößten Mehrwert. Wie gesagt, heute geht es um das Thema Website-Relaunch und warum der Website-Relaunch oder der nächste der letzte ist. Nochmal kurz. Was erwartet euch heute so in den nächsten, ja, ich versuche mich kurz zu halten, na, 20 bis 30 Minuten, mal schauen, wie lange ich am Ende tatsächlich brauche. Ich bin ein Fan von Simon Sinek, wie der ein oder andere vielleicht weiß, der schon mich etwas länger kennt oder Webinare von mir gesehen hat. Das heißt, ich werde mich so ein bisschen mit dem klassischen Why, How und What beschäftigen.
und auch am Ende nochmal die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Fangen wir aber wie immer mit dem Warum an. Und ja, da ist die erste Frage, die man sich beim Website-Relaunch natürlich stellen muss: Warum brauche ich als Unternehmen heute überhaupt noch eine Webseite? Also im Zeitalter von Social Media, von Instagram, Facebook, Twitter, TikTok und natürlich Nico Xing. Warum brauche ich da noch eine Website? Ich habe so viele Kanäle, über die ich meine Zielgruppe erreichen kann. Warum brauche ich dann noch zwingend eine Webseite? Das ist, glaube ich, die erste Frage, die beantwortet werden muss und die sich jedes Unternehmen auch stellen muss. Aus meiner Sicht oder auch aus unserer Sicht von eSpirit ist es so, die Website ist immer noch die digitale Visitenkarte oder mit einer der ersten digitalen Visitenkarten, die ausgehändigt wird. Ja, das ist von Branche zu Branche unterschiedlich und natürlich auch je nach Anwendungsfall. Also ich vergleiche immer ganz gerne so ein bisschen zwei Extreme an der Stelle miteinander. Das Thema Schwerindustrie, also wenn ich beispielsweise im Bereich Kranbau oder Mining oder sonstiges unterwegs bin, dann habe ich in der Regel Kunden, die sich erstmal informieren möchten, die sich auch natürlich über das Unternehmen informieren möchten, wo ich Technologien zur Schau stelle. Das kann ich auf einer Website wunderbar machen und da kann ich ein richtiges Informationsportal im Prinzip rausmachen. Versus das Thema B2C, wo der Kunde möglichst schnell auch direkt zum Kauf angeregt werden soll. Also das sind die beiden Extremfälle, die ich da immer ganz gerne gegenüberstelle. Und da habe ich mit einer Website als digitale Visitenkarte echt die Möglichkeit, nochmal zusätzlich zu den anderen Kanälen einen ganz, ganz wichtigen Kommunikationskanal zu meinem Kunden und zu meinen Interessenten aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Aber, und deswegen ist die Visitenkarte hier mal leer, die Website muss dann halt auch wirklich gut sein. Ja, speziell, um halt den gesamten Bereich der Customer Journey abdecken zu können und am Ende natürlich auch eine Conversion herbeizuführen. Weil mir hilft es nichts, wenn ich eine lieblose Webseite habe, die zu wenig Informationen beinhaltet, veraltete Informationen beinhaltet, den Nutzer nicht abholt und schon gar nicht meine Ziele unterstützt. Und das ist das Nächste. Die Webseiten kämpfen tatsächlich mit veränderten Ansprüchen. Veränderten Ansprüchen vor allem natürlich bei den Nutzern. Also klar, auch mit Technologien. Es gibt neue Technologien, die hinzukommen, die genutzt werden, die Wettbewerber nutzen, die mich dazu zwingen, vielleicht nachzuziehen. Aber ganz einfach auch bei meinen Kunden. Wir bekommen eine Struktur, eine Altersstruktur an Entscheidern, die Digital Natives sind. Und die immer, habe ich schon ganz oft erwähnt, kürzere Spannen haben, kürzere Aufmerksamkeitsspannen haben, wo ich anders arbeiten muss, wo ich meine Website anders gestalten muss als noch vor ein paar Jahren. Das heißt, das Ganze muss auf Neudeutsch gesagt catchier sein. Ich brauche mehr Bilder, Videos, die Navigation muss einfacher sein. Ich muss Möglichkeiten zur Interaktion schaffen. Ich muss sie vielleicht sogar per Sprache bedienen können. Und ich muss den Nutzer so schnell wie möglich abholen. Und das ist, warum viele Kunden auch heute dahin gehen und zu sagen, hey, meine Website ist jetzt 4, 5 Jahre alt und die Ansprüche sind einfach ganz anders geworden. Ich muss den Relaunch machen. Und damit das der letzte ist, sitzen wir heute hier und ich versuche ein bisschen was darüber zu erzählen, wie das erfolgreich am Ende gestaltet werden kann in dem How-Bereich. Ich habe es vorhin mal gesagt, mit den veränderten Ansprüchen ist die Website nicht mehr nur ein Informationsportal, sondern sie soll dazu anregen, wirklich mit dem Kunden und den Kunden anregen, mit mir als Unternehmen zu interagieren. Es ist wirklich der erste Kontaktpunkt. Und ein ganz, ganz einfaches Thema ist zum Beispiel ein Formular. Wenn ich weiß, dass ein Kunde ein Formular auf meiner Seite ausfüllt, ob das eine Newsletter-Anmeldung ist, ob das eine Nachfrage in irgendeiner Art und Weise ist, dann habe ich schon mal ein zusätzliches Commitment und weiß, okay, in diesem
Kunden oder potenziellen Kunden kann ich enger in Kontakt gehen. Das ist also wirklich eine Möglichkeit der ersten Interaktion. Und deswegen sind Webseiten auch heute nach wie vor so ganz extrem wichtig. Klar, kann auch über Social Media mit meinen Kunden interagieren und auch da gibt es teilweise ja super lange Kommentarstränge. Aber wie gesagt, ganz, ganz oft ist es so, dass die Website noch so ein erster Einstiegspunkt ist, wo die Kunden auch in gewisser Weise ein digitales Erlebnis erwarten. Und da habe ich halt die Möglichkeit, daraus nicht nur eine Informationsplattform, sondern sogar ja eine Verkaufsplattform zu machen und wirklich schon die erste Kundenbindung zu betreiben, bis hin am Ende der Customer Journey auch den ganzen Support abzuwickeln. Und das halt über diesen einen Kanal. Also ist die Webseite heute nach wie vor eigentlich ein zentrales Element der Customer Journey und wirklich die Schnittstelle zwischen mir als Unternehmen und meinen Kunden. So, das war mal das Plädoyer für alle nochmal, warum die Webseiten auch heute noch wichtig sind und gerade die Unternehmenswebsite wirklich in jeder Marketingstrategie aus meiner und aus Sicht von eSpirit eine zentrale Rolle spielen sollte. An der Stelle eine kurze Frage an dich, Nico. Wie siehst du das aus Agentursicht, das Thema Website und Rolle im Bereich der Customer Journey? Ja, die lustigerweise, ich hatte vor, boah, schon über 10 Jahre her, war ich mal auf der Cebit, Gott hab sie selig, da war ich auf einem Talk, da ging es drum, damals, ich weiß nicht mehr, wann das war, ging es drum, Facebook ist jetzt da, brauchen wir überhaupt noch eine Website? Das war auch damals so ein Thema, da gab es noch nicht so viele Social Media Kanäle, aber Facebook war am Kommen. Und für mich, neben dem Punkt, den du genannt hast, ist für mich auch noch ein zentraler Punkt, die Webseite gehört mir, Facebook, LinkedIn, Xing gehört nicht mehr. Das heißt, da kann ich zwar agieren, aber ich kann nicht selbst frei entscheiden, was ich wie wo möchte. Ich habe einen Rahmen vorgegeben. Und da sitzt da meine Zielgruppe und das ist auch wichtig. Deswegen ist das auch eine wichtige Ergänzung. Das ist also ein Punkt. Und das andere auch ist, die Webseite dient häufig als Content-Ausgangspunkt aus meiner Sicht für eben für Social Media, weil wo habe ich denn den Content originär stehen und von wo leite ich denn hin, wenn ich auf LinkedIn eine Kampagne habe, dann leite ich ja häufig auf irgendwelche Landingpages, die ich mit dem CMS gemacht habe und dort irgendwelche weiterführenden Informationen habe. Das heißt, es bedingt sich aus meiner Sicht, dass man eben ohne ein CMS, da würde eine ganze Menge fehlen. Man müsste auch überlegen, wo speichere ich es denn? Also das Grundproblem würde das gleiche bleiben und dann hat man wieder ein Content-Management-System, wo man es braucht am Ende des Tages. Das ist genau das. Also wir sagen auch immer, ohne Website kein Social Media. Das ist so, glaube ich, so ein bisschen das, worauf das hinausläuft, weil ich einen zentralen Punkt brauche, an dem ich meinen Content, für den ich verantwortlich bin, der mir gehört, auch vernünftig pflegen, versionieren, nachhalten kann. Das mal zum Warum. Brauche ich überhaupt noch Webseiten und warum ist für viele Kunden auch der Relaunch notwendig und warum gehen den viele an? Im nächsten Teil soll es ein bisschen darum gehen, wie schaffe ich es denn, dass das Ganze auch erfolgreich wird? Und da ist ganz wichtig am Anfang erstmal sich wirklich die Frage zu stellen, was möchte ich denn erreichen? Was möchte ich mit dem Relaunch erreichen? Denn den Relaunch und den Relaunch willen und vielleicht nur irgendwie ein neues CSS-Style zu machen, muss man sich überlegen, ob das am Ende den Aufwand rechtfertigt. Und um zu wissen, was ich erreichen möchte, muss ich mir natürlich erstmal so ein bisschen den Status quo angucken. Und ganz viel kann man natürlich mit Analytics messen. Einiges kriegt man auch nur durch Befragungen raus, aber ganz zentrale Themen sind, wie viel Umsatz zum Beispiel generiere ich über die Webseite? Oder wie viele Neukunden bekomme ich? Wie viele Besucher habe ich insgesamt pro Monat zum Beispiel auf meiner Website? Oder wo kommen die Benutzer her, die auf meiner Website landen? Also es gibt ganz viele verschiedene Themen. Absprungrate ist auch noch so eins, was ich messen kann, wo ich mir überlegen muss, wie ist mein aktueller Status? Und was möchte ich mit dem Relaunch verbessern? Und natürlich möchte ich den aktuellen Status verbessern, also alles, was ich sowieso schon habe, plus und hier nochmal ein paar Alternativen, die man zusätzlich heutzutage noch mit aufnehmen kann. Also
Wie viel beispielsweise, wie viel neue Social Media Follower bekomme ich? Kann ich meinen Bekanntheitsgrad steigern? Also das lässt sich, glaube ich, anhand von Trends und Suchvolumen mit Brand Keywords beispielsweise über Suchmaschinen messen. Wie ist die Click-Through-Rate auf der Homepage? Wie ist die Verweildauer auf meiner Webseite? Und wie ist generell der komplette Fluss, den der Kunde nimmt? Da habe ich also ganz viele Möglichkeiten. Und das Wichtige ist, hier an der Stelle einfach auch die Ziele klar zu definieren, um sich dann im Anschluss, nachdem ich die Zieldefinition gemacht habe, was ich denn erreichen möchte, natürlich mit der Persona zu beschäftigen. Also wen möchte ich denn ansprechen damit? Wen möchte ich damit erreichen? Und ich gehe mal davon aus, dass viele von euch, die hier zuhören, schon aus dem Bereich Content und Marketing kommen und sagen, ja, ist doch völlig klar, dass ich mich mit einer Persona beschäftigen muss. Ich möchte aber mal ganz gerne mal zwei Beispiele bringen, wo das nicht immer so gut funktioniert oder wo sich die Leute vielleicht zu wenig Gedanken darüber gemacht haben, nur um nochmal das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass es wirklich wichtig ist, auch über die Persona nachzudenken. Ist noch nicht so lange her, da haben wir mit einem Kunden über das Thema Personalisierung gesprochen und haben ihn dann auch gebeten, schon mal im Vorfeld des ersten Workshops sich über seine Persona Gedanken zu machen. Und er kam dann an mit einer Liste und diese Liste umfasste circa 200 Persona. Da haben wir dann auch kurz geschluckt und gesagt, okay, wie bitte möchten wir denn 200 verschiedene Personen auf diesem Granularitätslevel in einer vernünftigen Weise abbilden. Und sind dann durch verschiedene Workshops darauf gekommen, dass wir am Ende, glaube ich, bei 7 rausgekommen sind. Also da ist nochmal wichtig, sich Gedanken darum zu machen, wen möchte ich ansprechen. Und ein ganz lustiges Beispiel finde ich, jetzt bin ich selber A-Klasse-Fahrer seit kurzem. Die Mercedes A-Klasse spricht heute ein überwiegend junges Publikum an. Auch dadurch hat man gesehen, ich glaube, vor 2, 3 Jahren war es, dass der Matthias Schweighöfer dann auch Werbung für die A-Klasse gemacht hat. Das war ursprünglich überhaupt nicht der Plan. Also die A-Klasse ist konzipiert worden, am Anfang die ersten Modelle dafür gemacht worden, das ältere Klientel, also 50, 55 plus anzusprechen. Man hat dann aber gemerkt, das funktioniert gar nicht. Und die Käufer Gruppe war am Ende eine komplett andere, nämlich es waren jüngere Leute, irgendwo zwischen 30 und 40, die diese Autos gekauft haben und nicht die, für die man ursprünglich halt alle Kampagnen und so weiter ausgelegt hat. Da hat Mercedes es aber geschafft, den Shift zu machen und hat sich dann auf die neue Persona konzentriert und fokussiert. Von daher einfach nochmal zum Anregen nachzudenken, was sind die richtigen Persona, auf die ich mich konzentrieren möchte, um daraufhin dann auch wiederum im nächsten Schritt auf der einen Seite meine Business-Ziele festzulegen und auch mit der Personalisierung einen Schritt weiterzugehen. Personalisierung auf Webseiten ist heutzutage aus meiner und aus unserer Sicht unumgänglich, denn ich habe es eingangs erwähnt, die Entscheider gehen immer mehr in Richtung Digital Natives. Man ist es aus dem B2C-Bereich gewohnt, dass man super schnell abgeholt wird. Man wird teilweise ja zugebombt mit Content. Und um das einfach noch zu unterscheiden und um wirklich den Nutzer zu inspirieren und ihn dazu zu bewegen, auch auf der Website zu bleiben, muss ich ihn möglichst personalisiert ansprechen. Das fängt damit an, dass das Ganze überschaubar ist, dass das Ganze bedienbar ist, dass ich vom Messaging, vom Wording her auf die Persona eingehe, ohne mein eigenes Markenimage zu verändern. Und gleichzeitig halt, wie gesagt, den Benutzer so lange wie möglich auf der Seite halte. Und das geht heutzutage aus meiner Sicht wirklich nur noch über eine gute Personalisierung, die ausgewogen, aber nicht aufdringlich ist. Ja, also man möchte natürlich auch nicht mit irgendwelchen Pop-ups zugebombt werden, weil an der Stelle ist die Gefahr dann wirklich eher da, genervt zu werden. Das heißt, Personalisierung ist ein schönes Thema, über das man, glaube ich, alleine irgendwie 3, 4 Stunden locker sprechen könnte zum Thema Do's and Don'ts. Das wird jetzt heute ein bisschen zu weit führen. Ich würde nämlich gerne noch auf zumindest mal zwei andere Dinge eingehen, die das
wie kann ich mit meinem Relaunch erfolgreich sein, maßgeblich mit beeinflussen? Und das ist die Toolfrage. Ich habe es vorhin schon mal auch angesprochen, das heißt, die Ansprüche insgesamt von einem Benutzer an die Website steigen. Und auch die Ansprüche, dementsprechend steigen auch die Ansprüche der Unternehmen an die eigene Webseite. Also, sie muss immer up to date sein, innovativ sein. Die Technologie, die eingesetzt wird, muss zukunftssicher sein. Sie sollte sich anpassen an die Bedürfnisse des Unternehmens und flexibel entsprechend auf geänderte Business-Ziele oder mit den Business-Zielen mitwandern. Das heißt, wenn sich die Ziele ändern, muss ich auch die Möglichkeit haben, meine Website technologisch auf andere Beine zu stellen. Und das ist mit der Grund, warum ich auch sage, dass der nächste Website-Relaunch möglichst der letzte sein soll. Denn im Idealfall finden Sie, und jetzt mache ich doch zwei Sätze Werbung, nämlich eine DXP mit einem integrierten CMS, beispielsweise das von uns, von eSpirit mit Namen FirstSpirit, mit dem ich die Möglichkeit habe, nämlich genau das zu tun. Klein anzufangen, zu starten, schnell Erfolge zu erzielen und dann die DXP und damit auch meine Webseite mit den Bedürfnissen und meinen Zielen wachsen zu lassen und jederzeit flexibel auf Technologieänderungen zu reagieren und einfach zukunftssicher aufgestellt sein. Das ist eher so ein Appell, der in Richtung der IT-Entscheider geht. Also passt auf, macht euch Gedanken darum, welches Tool wirklich so heute schon innovativ ist, aber gleichzeitig euch für die Zukunft die Möglichkeit offen lässt, technologisch Schritt zu halten, wirklich Integration zu fördern in mögliche Drittsysteme, um euch wirklich zukunftssicher aufzustellen und nicht in 2 oder 3 Jahren den nächsten Relaunch machen zu müssen, weil die zugrunde liegende Technologie veraltet ist. Und gleichzeitig auch die Redakteure zufriedenzustellen, weil da wirst du vielleicht noch auch was zu sagen zu können, Nico, dass ein CMS, was beispielsweise ohne What You See is What You Get Vorschau arbeitet, ist für Redakteure, Entschuldigung, für das Wording am Mittag ein Pain in the Ass. Ich möchte natürlich sehen, was mit meinem Content passiert, wenn ich ihn erstelle und auch wenn ich ihn über die verschiedenen Kanäle erstelle. Ich möchte sehen, wie sieht meine Website auf dem Desktop aus. Ich möchte sehen, wie sieht sie mobil aus. Wie sind die Buttons? Kann ich sie mobil vielleicht gar nicht mehr richtig sehen oder klicken? Ja, von daher ist die Toolfrage aus unserer Sicht natürlich als DXP und damit auch CMS-Hersteller eine der entscheidenden Fragen. Wie siehst du das mit dem What You See is What You Get, Nico? Ja, also würde ich genau so sehen, was man, wenn man es nicht sehen kann, ist es für einen Großteil der Redakteure einfach schwierig. Das tut es denen schwer, sich das vorzustellen. Power-Redakteure, Power-User können auch ohne und es gibt auch Anwendungsfälle, wo das auch sinnvoll ist, beziehungsweise mit What You See is What You Get schwierig. Aber die Erfahrung jetzt aus Projekten zeigt, wenn man es nicht sieht, ist es komplizierter und wenn es kompliziert ist, dann mögen es die Anwender nicht. Und damit ist es schon gescheitert. Das ist für mich nochmal eine gute Überleitung zu dem zweiten Punkt, den ich auf jeden Fall auch noch mit anbringen wollte. Es ist extrem wichtig, bei dem ganzen Thema Relaunch gut begleitet zu werden. Das heißt, eine gute Agentur an der Hand zu haben, die mich unterstützt im gesamten Prozess, angefangen wirklich von Zieldefinition, von Fragen stellen bis hin zum Go Live. Und ich weiß nicht, Nico, kennst du da eine gute Agentur, die Kunden dabei unterstützen könnte? Selbstverständlich, natürlich auch meine eigene als User zu nennen, aber wir haben natürlich, es gibt natürlich deutschlandweit viele tolle Agenturen. Das sind sicherlich auch heute ein paar anwesend, ganz sicher. Und ja. Ja, also das ist nochmal wirklich ein essentieller Schritt. Auch wir haben ja unterschiedliche Partner, mit denen wir das dann angehen. Nico hat es gerade erwähnt, Asioso, einer unserer Partner, aber es gibt auch viele, viele andere, auch mit denen wir erfolgreich zusammenarbeiten. Und auch das ist eine Empfehlung, macht es nicht unbedingt alleine, holt euch wirklich die Unterstützung von den Agenturen mit, weil das ist ein großer Erfolgsfaktor aus unserer Sicht. Und ein weiterer Erfolgsfaktor ist das Thema Digital Quality Management.
und Barrierefreiheit. Ich weiß nicht, wer von euch die Gelegenheit hatte, vor 2 Wochen auf der Online-Fokus-Konferenz Marketing mit dabei zu sein und vielleicht auch meinen Vortrag gesehen hat, der wird sich dieses Schaubild wiedererkennen. Barrierefreiheit, um es einfach mal abzukürzen, ist nicht nur relevant wirklich für Menschen, die irgendeine Behinderung haben, sprich Sehschwäche, sonstiges, sondern, und by the way, das betrifft immerhin auch noch mal 10% der auf Deutschland geguckt, der deutschen Bevölkerung, sondern es ist interessant und relevant für alle Benutzer, weil sich das Thema Accessibility und Barrierefreiheit ja als Grundlage im Prinzip der User Experience darstellt und für alle Benutzer ein besseres Erlebnis schafft, weil ich darauf achten muss, wie sind die Knöpfe angeordnet, kann ich sie mit dem Finger noch bedienen, kann ich eine Sprachbedienung machen, sind die Headlines vernünftig, habe ich vernünftige Unterüberschriften, wie sieht es mit dem Kontrast aus, ist die Website gut zu lesen, also das sind alles Themen, die in das Thema Accessibility mit reinspielen und die Pyramide ist, ne, ähnlich wie die von Maslow so aufgebaut, wenn jemand keinen Zugang hat, dann brauche ich mich um das Thema Usability oder wirklich das Nutzererlebnis gar nicht zu kümmern. Deswegen ist das so extrem wichtig, beim Relaunch schon darauf zu achten, dass ich einen barrierefreien Zugang für alle ermögliche. Wer darüber nochmal mehr Informationen haben möchte, den empfehle ich, wie gesagt, entweder nochmal den Vortrag auch von der Online-Fokus-Konferenz Marketing oder der kann im Nachgang natürlich auch gerne auf mich zukommen für weitere Diskussionen und Gespräche. Das mal so ein bisschen das Wie, aber wo das Wie ist, da lauern natürlich auch Gefahren. Und man kann sehr, sehr viel falsch machen am Ende des Tages. Einer der größten Fehler, die beim Relaunch passieren, ist das Thema SEO. Also wenn ich mir darüber nicht Gedanken mache, wie wird meine Seite aktuell oder wie ist meine Seite aktuell gerankt, welche Keywords, welche Verlinkungen, wie spielt das alles zusammen, dann kann ich mit dem Relaunch extrem viel verlieren und mein Ranking verlieren. Überwiegend oder für die meisten relevant bei Google, aber gibt natürlich auch noch andere Suchmaschinen, wo das relevant ist. Aber das ist wirklich eins der ganz, ganz großen Themen, wo ich sage, dass hier an der Stelle die Agentur beispielsweise oder die Agenturen einen riesen, riesengroßen Mehrwert bieten, indem sie da mit einsteigen und da auch die Beratung mitmachen und die Konzepte mit erstellen. Also Positionsverluste im Ranking, die werden halt von Benutzern absolut bestraft. Um das mal nochmal vielleicht zu verdeutlichen, wer von euch hat das letzte Mal vielleicht bis zur dritten oder vierten Seite bei einer Google-Suche geklickt? Das wäre mir so eine interessante Frage für die nächsten Umfragen, Nico. Mal zu gucken, wer wirklich sich getraut hat oder wer die Zeit sich nimmt, nicht getraut, wer sich die Zeit nimmt, mal wirklich auf die dritte, vierte, fünfte Seite bei Google zu klicken und nicht vorher hängen bleibt, um sich anderweitig durchzunavigieren. Und dazu natürlich Fehler bei allen anderen Dingen, die ich vorher aufgelistet habe, sprich bei dem Thema Persona, bei der Toolwahl. Ich kann die falsche Agentur auswählen oder nicht auf Accessibility achten und dort unterschiedliche Fehler machen. Gerade bei der Toolwahl nochmal, die Akzeptanz der Redakteure ist hier extrem wichtig. Weil das sind diejenigen, die täglich mit dem Tool arbeiten. Und da ist es extrem wichtig, die auch wirklich zufriedenzustellen. Wenn ich das alles beachtet habe, dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, warum brauche ich den Relaunch und wie schaffe ich denn den Relaunch zu gestalten und was dabei rauskommt am Ende des Tages, ja, das sind fröhliche Benutzer. Dass man wirklich so ganz, also nicht nur Benutzer, sondern, und um das mal ein bisschen konkreter zu machen und nicht nur anhand eines Bildes, die konkreten Erfolge. Ich habe meine Ziele erreicht. Ja, ich habe im Vorfeld meine Ziele definiert und wenn ich mich an verschiedene Schritte, die ich gerade erwähnt habe, dann erreiche ich nicht nur meine Ziele, sondern ich schaffe es auch tatsächlich, meine Kunden zufriedenzustellen. Ich habe erwähnt, Redakteure als ganz, ganz wichtige Zielgruppe auch des Website-Relaunch, aber auch die Entwickler.
Das heißt, diejenigen, die vielleicht noch Dinge hinzuentwickeln, die sich auch ein Stück weit noch mit um die Digital Experience kümmern, gerade auch was das Thema Auslieferung und im Frontend, Frontend-Entwicklung betrifft, auch die kann ich damit zufriedenstellen. Am Ende des Tages habe ich dann auch zufriedene Vorgesetzte beziehungsweise Sponsoren innerhalb des eigenen Unternehmens, die ich damit zufriedenstellen kann. Und wirklich im Idealfall, und das ist das, worauf es hinauslaufen sollte, ich habe dann wirklich den letzten Website-Relaunch hinter mir, weil ich eben die Möglichkeit habe, um das nochmal abschließend zusammenzufassen, mit dem Relaunch die nächsten Schritte, die nächsten Veränderungen, die zwangsläufig anstehen werden, in kleinen iterativen Schritten zu machen, weil ich zukunftssicher aufgestellt bin. Tim, vielleicht von meiner Seite kurz eine Anmerkung dazu. Wenn ich mal so 15 Jahre zurückgehe, dann hatte man im Fokus immer zufriedene Kunden und zufriedene Vorgesetzte. Das war so der Fokus, weil Redakteure, ja, die sollen da keinen Spaß dran haben, die müssen arbeiten. Das war das Thema. Und Entwickler, die müssen halt entwickeln, da muss es nicht gut sein. Heutzutage, wo ja das Thema, ja, gute Bewerber zu bekommen, gar nicht mehr so einfach ist und sich stark gewandelt hat, spielt es plötzlich auch eine Rolle, weil wer mag mit Mist arbeiten, das macht eigentlich überhaupt keinen Spaß. Warum klingelt das jetzt? Entschuldigung, ich habe es stumm gestellt. Wo heutzutage man viel Möglichkeit hat, will man halt mit was Vernünftigem arbeiten. Und es soll auch Spaß machen. Und vor allem mit mehr Spaß kommt auch mehr höhere Produktivität, kommt mehr raus. Und es hat sich so gefühlt gewandelt, weil ich habe tatsächlich früher solche Sachen gehört, es muss nicht gut, es muss nicht toll für die Redakteure sein, es muss toll für den Kunden sein. Was natürlich stimmt, aber es gibt kein Entweder-Oder. Das hat sich jetzt gewandelt, dass man sagt, es muss für alle, die an dem Prozess beteiligt sind, muss am Ende ein absoluter Mehrwert rauskommen. Kann ich dir total zustimmen. Also es gibt, glaube ich, ja diese schöne Spruch, Form follows Function. Ich glaube, dass sich das auch ein Stück weit geändert hat. Es reicht nicht mehr nur, dass es funktioniert. Es muss auch entsprechend vernünftig bedienbar sein. Es muss Spaß machen, um eben die Motivation bei den Mitarbeitern zu haben und den Output zu erhöhen, die Kreativität beizubehalten. Denn das ist zumindest meine und auch die Sicht hier bei eSpirit, wirklich nur zufriedene Mitarbeiter sind gute Mitarbeiter und nur gute Mitarbeiter produzieren guten Content. Und das ist ja das, was am Ende das Ziel ist, weil nur mit gutem Content erreiche ich Conversion und kann als Unternehmen erfolgreich sein. Dann natürlich noch das Thema, warum sollte ich mich denn damit ausgerechnet jetzt beschäftigen? Ich hoffe, so ein bisschen ist klar geworden am Anfang, als ich erzählt habe, warum so ein Relaunch wichtig ist. Ich finde den Spruch halt einfach super passend. Man sollte sich lieber um die wichtigen Dinge kümmern, bevor sie wirklich dringend werden. Weil so ein Website-Relaunch, den mache ich halt nicht in 2 Wochen, sondern der muss gut vorbereitet sein, der muss geplant sein. Den kann ich in deutlich kürzeren Zeitraum als einem Jahr machen, wenn ich eine gute Agentur habe, wenn ich ein gutes Toolset dahinter habe, ist das in einigen Monaten gemacht, aber ich muss es trotzdem planen und vorbereiten und dann lieber jetzt, wo es schon wichtig ist, um meine Kunden und meine Zielgruppe vernünftig anzusprechen, als später, wenn es dringend ist und die Wettbewerber an mir vorbeigezogen sind. Und was ich immer schon mal machen wollte, abschließend, das ist so ein Mix aus Steve Jobs und Wetten, dass. Dieses One More Thing. Ich habe lange drauf gewartet, ich habe viele Webinare gegeben und endlich kann ich es mal machen. Ja, One More Thing. Es ist so ein bisschen, habe ich mich gefühlt wie bei Wetten, dass und deswegen auch nochmal vielen, vielen Dank, Nico, für die Einladung. Ich kann heute ein neues Buch präsentieren. Ich kann es leider nicht in die Kamera halten, weil es ist leider nur ein E-Book, was wir zusammen rausgebracht haben von eSpirit und Asioso, was sich genau mit dem Thema Website Relaunch beschäftigt. Ich habe hier auch die Links hintergepackt. Das heißt, wer im Nachgang Interesse an den Folien hat, kann mich gerne anschreiben. Dann würde ich die Folien auch verschicken und da ist dann auch der Link mit enthalten, sodass ihr euch dann das E-Book herunterladen könnt. Wie gesagt, leider keine Hardcopy, die ich hier so ganz stolz präsentieren könnte, wie das bei Wetten, dass mit den neuen, weiß ich nicht, CDs oder Filmeinspielern immer der Fall gewesen ist, aber hat mir trotzdem Spaß gemacht.
Ja, und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, insgesamt zu dem Vortrag oder wie gesagt, gerne auch darüber hinaus zu Meinungen, dann freue ich mich, dass ihr die jetzt loswerdet. Vielleicht hat der Nico schon ein paar gesammelt. Oder möchte noch abschließende Worte finden, was vielleicht dann auch noch in der Community verteilt wird. Nico, wie So, sieht's aus? erstmal vielen Dank, Tim, für den sehr unterhaltsamen Vortrag. Ich denke, es sind sehr viele tolle Punkte rübergekommen, worauf es ankommt. Es gab eine Anmerkung auch schon von einer Person unter über 50, die hat sich gemobbt gefühlt, weil ich sage, ich war keine A-Klasse. Herzhaft gemeint natürlich. Und ja, früher sahen die A-Klasse auch anders aus. Die waren ja viel höher. Und jetzt sind sie ja so golfähnlich, sage ich mal. Das sind ja deutlich sportlicher. Hat sich ja viel verändert. Jetzt haben wir schon, müssen wir jetzt die Sendung als Schleichwerbung markieren, so wie es früher bei TV Total war. Dauerwerbesendung. Ich würde eher sagen, wir fragen mal bei dem deutschen Autohersteller an, was er uns jetzt rüberwachsen lässt. Ja, schauen wir Dafür, mal. dass wir Ja, den Namen schon erwähnt haben. Also. vielleicht kommt da was rüber, ja. Eine Frage ist auch da, was muss eine Webseite heute können, ja, damit sie morgen noch funktioniert? Ja, also aus meiner Sicht muss sie was ich vorhin versucht habe, so ein Stück rüberzubringen, die muss technologisch so aufgestellt sein, dass ich die Möglichkeit habe, wenn ich beispielsweise heute noch überwiegend statischen Content ausspiele, der auf die Website gepusht wird, dass ich die Möglichkeit habe, auf dem gleichen Technologie-Stack zum Beispiel hin eher zu dynamischen Anwendungen zu gehen, also Richtung SPA, PWA das Ganze zu packen, dynamische Inhalte ausspielen zu können, das mit Personalisierung verbinden zu können. Natürlich das Thema Mehrsprachigkeit für ganz, ganz viele Unternehmen ein Thema, also auch nicht nur Deutsch und Englisch anzubieten. Ich muss die Möglichkeiten haben, über meine zugrunde liegende Technologie, in der Regel das CMS, beziehungsweise wenn ich das komplett fasse, halt die Digital Experience Plattform, entsprechende Videos mit einzubinden, die Möglichkeit haben, auch eine Portalfunktion zu integrieren, also sprich, schon direkt, weiß ich, ein Serviceportal für Kunden oder ein Händlerportal mit anzuschließen, oder sogar über die Seite auch Verkaufsmöglichkeiten anzubieten, also das Thema Content and Commerce auch mit der Webseite mit abzudecken. Also da kann man sich wirklich wenn man das wirklich auf breite Füße stellen möchte, wären das Dinge, wo ich sagen würde, da sollte man sich bei der Auswahl der zugrunde liegenden Technologie und des CMS auf jeden Fall Gedanken zu machen und auch aktiv nachfragen, ob das unterstützt wird. Okay, danke. Es gibt auch noch eine Frage, da will ich aber kurz eine Anmerkung vorbringen. Du hattest ja vor Erfolgsfaktoren gebracht, gell, wo man gesagt hat, worauf kommt es denn auch an? Da würde ich noch einen Punkt gerne ergänzen, der ist sehr allgemein, aber trotzdem wichtig, nämlich Projektziele. Das ist so der Klassiker, dass die jetzt. Heutzutage sind immer welche definiert, nur sie sind teilweise nicht so richtig aussagekräftig, weil ich will eine reichweitenstarke Webseite haben oder eine, die funktioniert, ist natürlich jetzt erstmal sehr, sehr weit, sehr schwierig. Was ist das? Was bedeutet das im Detail? Und es lohnt sich in der Tat, das Versuchen runterzubrechen auf smarte Ziele, zu sagen, wie kann ich das messbar machen? Weil im fortlaufenden Projekt, gerade wenn es kurz vor Go Live ist, dann muss man drüber reden. Wir müssen vielleicht was wegkürzen. Oder muss das unbedingt noch rein, was gerade vom Abteilungsleiter reinkam? Muss das noch sein? Und dann guckt man halt nochmal auf die Ziele und sagt, ja, Mensch, das ist essentiell wichtig, sonst geht's nicht. Und dann nehmen wir lieber was raus oder verschieben den Termin. Weil man braucht gute Bewertungsgrundlagen. Da reichen die Ziele häufig nicht aus, wie sie definiert wurden. Das nur nochmal als Info von meiner Seite, was ich so mitbekommen habe, ja. Das kann ich 100% zustimmen. Das ist wie in allen Bereichen. Auch wenn man sich damit, gerade wenn man sich damit beschäftigt, Dinge zu verbessern. Umsatz ist ein super schönes Beispiel auch. Ja, wir möchten demnächst mit unserer Webseite mehr Umsatz machen als heute. Ja, das ist ein Ziel, aber das ist kein smartes Ziel. Ne? Also, ich muss mir dann schon überlegen, in welchem Zeitraum möchte ich wie viel Prozent oder wie viel Wert mehr an Umsatz machen, um auch am Ende Erfolg tatsächlich messen zu können. Ja.
Und deswegen, der Hinweis ist wirklich extrem wichtig. Kann alle dazu ermutigen, die Ziele wirklich smart zu definieren, um dann auch für alle eine Transparenz zu schaffen, wirklich was erreicht werden soll. Gerade dann im Nachgang. Um aus diesen Erfolgsfaktoren das nochmal umzudrehen, da war nämlich eine Frage Richtung Don'ts. Was sollte man denn eher vermeiden? Gibt es da klassische Dinge, wo du sagen würdest, wenn man so eine Website macht, das sollte man eher grundsätzlich nicht machen, gerade wenn man sie langfristig ja angelegt und es kein, nur noch, also keine klassischen Relaunches mehr geben soll? Ja, also ich würde ja zwei Dinge machen. Als erstes würde ich jedem vorschlagen, macht es nicht alleine. Also holt euch wirklich professionelle Unterstützung, Projektunterstützung für das Projekt rein. Erfahrene Agenturen können hier wirklich einen richtig großen Mehrwert bieten. Ja, kommt da auch gerne auf uns zu. Wir können da, wie gesagt, auch Empfehlungen aussprechen gerne. Und das zweite ist, beim Thema zugrunde liegende Architektur und beim Toolset, sich keinen Monolithen ins Haus zu holen, sondern wirklich, es geistert immer dieses Schlagwort von Composable Architecture herum, aber trotzdem, es ist die moderne Architektur, wirklich kleinere Einheiten zu haben, aus denen ich mir das für mich passende System und die passenden Funktionalitäten zusammenstöpseln kann, die ich auch flexibel erweitern kann. Also man kann sich das ja so ein bisschen vorstellen wie Honigwaben, ja, dass ich überall an jedem der Ecken immer noch ein bisschen was dran schrauben kann, damit letzten Endes auch die Technologie mit mir und meinen Bedürfnissen wächst und ich nicht einen großen Monolithen im Haus habe, der schwerfällig ist, der nicht anpassbar ist, der nicht erweiterbar ist, der nicht dynamisch ist, der nicht flexibel ist und im Zweifel, wo dann auch noch, wenn ich mal Anfragen hinsichtlich Verbesserungen habe, ich nicht gehört werde, da verbaue ich mir die Zukunft. Tim, was war so deine positivste oder negativste Erfahrung, wo du sagst, im Kontext, wo du sagst, du würdest gerne mal mit uns teilen? In dem Kontext von Webseiten generell Webs oder sag mal Webseiten generell, wo du sagst, Mensch, das ist eine Story, die erzähle ich gerne, weil viel Lehrhaftes da drin steht. ja, da fange ich vielleicht mal damit an, warum Webseiten überhaupt wichtig sind. Es ist noch nicht so lange her. Ich komme jetzt wieder auf das Auto zurück. Ich erwähne nicht mehr, was es für eins ist, aber es ist ein Hybrid. Und da ging es darum, dass ich mir einen Stromanschluss in die Garage legen musste. So, und dann war ich auf der Suche danach, wer kann das denn machen? Welcher Dienstleister kann das für mich machen? Und da bin ich völlig unbedarft rangegangen, also ganz klassisch Recherche im Internet betrieben. Und hab dann, ich wollte möglichst einen regionalen Anbieter nehmen, habe also geguckt, auch dann auf einer Karte eines großen Suchmaschinenherstellers geschaut, wer ist so in meiner Nähe. Aber rausgefallen sind gleich alle, die keine Webseite hatten, wo ich mich nicht separat nochmal informieren konnte. Das heißt, die haben sofort Business verloren, indem sie erst gar keine Webseite hatten. Und dann sind die rausgefallen, die eine schlechte Webseite hatten, wo ich nicht auf Anhieb die Informationen gefunden habe, die ich brauche. Also das nochmal als Appell, wie wichtig eine Webseite ist und wie wichtig auch gute und ansprechende Webseiten sind. Und als negative Erfahrung sicherlich die Erfahrung, wenn man im B2C-Bereich ist und auch hier, ich nenne jetzt mal keine Marke, aber sich da auf Kanälen bewegt und dann wirklich andauernd nur noch Werbung da ist, die nicht personalisiert ist. Und dann auch noch in Form von Pop-ups erscheint, die man dann auch noch mal wegklicken muss. Das ist einfach nur, selbst für mich dann als Benutzer, einfach nur nervig. Und ich glaube, diese Erfahrung, die du gemacht hast, da ist es egal, ob man Metzger Müller ist oder Ober Robert Bosch, weil sagt, dass es Bedürfnisse gibt es bei allen Arten von Kunden, ob B2B oder B2C. Und klar, Bosch gibt ein bisschen mehr Geld aus als der Metzger Müller, das ist auch klar. Und wird natürlich das nicht ganz so deutlich professioneller haben als der Metzger Müller, aber grundsätzlich eine Basiserwartung haben wir alle, weil wir uns eben mindestens mal informieren wollen. Wer ist denn das überhaupt? Und was tut er da? Und da muss man noch lange keine Online-Marketing-Person einstellen bei Metzger Müller, wenn man einfach eine Webseite braucht. Das geht ja heutzutage auch ganz einfach. Bei Bosch ist natürlich eine andere Hausnummer. Klar. Richtig, ja. Das ist
Ja, ich glaube, wir sind auch schon ziemlich gut beim Ende angekommen. Was würdest du denn den Zuhörern gerne abschließend mit auf den Weg geben, wenn sie sagen, Mensch, meine nächste Webseite soll wirklich die letzte werden? Was würdest du ihnen gerne mit auf den Weg geben? Ja, das ist natürlich super einfach. Lest das E-Book und kommt im Anschluss entweder auf Asuso oder eSpirit zu. Ich glaube, das wären meine abschließenden Worte, den Appell. Das E-Book ist, ich finde es wirklich gelungen. Und da stehen noch echt viele, viele gute Informationen über das, was wir heute gehört haben, hinaus drin. Kann ich jedem empfehlen. Und klar, wir freuen uns natürlich bei der Umsetzung am Ende des Tages auch zu unterstützen. Vielen Dank, Tim. Dann wünsche ich allen noch einen schönen Nachmittag oder einen schönen Mittag. Wir haben ja bald wieder Mittag. Guten Appetit. Und Tim, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank, Nico. Sehr gerne immer wieder. Und das mit dem guten Mittag, das ist hervorragend, denn Essen ist einer meiner großen Leidenschaften. Sehr gut. Mach's gut. Tschüss. Super, danke. Ciao.